Sie sind hier, 25. November 2018, Update um 18.49 Uhr von Reinhard Franke, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, weiter kein Sieg. Alexander Nouri hat beim FC Ingolstadt einen Vertrag bis 2020, Urheberrecht Getty Images, Update Dresden. Auch im 8. Spiel unter Coach Alexander Nouri gelingt dem FC Ingolstadt wieder kein Sieg. Ein erneuter Trainerwechsel ist nicht mehr auszuschließen. Die Luft für Trainer Alexander Nouri beim FC Ingolstadt wird durch die 0:2-Niederlage bei Dynamo Dresden nach Sport1-Informationen immer dünner. Am Montag will man sich zusammensetzen und beratschlagen, ob es mit dem Coach weitergeht. Unter dem früheren Trainer von Werder Bremen gab es für das Tabellenschlusslicht der 2. Bundesliga in 8 Spielen keinen einzigen Sieg, dafür 7 Niederlagen. Eine Entlassung Nouris wäre der nächste Tiefpunkt einer turbulenten FCI-Saison. Im September musste Nouris Vorgänger Stefan Leitl nach einem Fehlstart gehen, im Oktober der glücklose Manager Angelo Fier. Während Dynamo Wiedergutmachung für das 1:8 Debakel beim 1. FC Köln leistete und in der Tabelle den Blick nach oben richten darf, verschärfte sich die Lage beim FCI nach der 8. Saisonniederlage weiter. Tabelle der 2. Bundesliga, die Zweitliga-Highlights in der Sendung Sky Sport News HD, die 2. Bundesliga, sonntags ab 19.30 Uhr im TV auf Sport1. Rote Karte für Neumann. Patrick Ebert, 7. Foul Elfmeter und Moussa Kone, 16. legten früh für Dresden vor. Vor dem Strafstoß war Kone von Phil Neumann zu Fall gebracht worden, der für die Notbremse die rote Karte sah, 5. Alle Ergebnisse im Überblick. Dresden ruhte sich nach der schnellen Führung nicht aus und drängte auf den 2. Treffer. Dieser gelang Kone nach einer guten Vorarbeit von Ebert. In der Folge kontrollierte Dresden das Spiel. Ingolstadt kam in Unterzahl kaum zu Vorstößen und hatte sogar Glück, zur Pause nicht höher zurückzuliegen. Das Spiel zum Nachlesen im Ticker-Anzeige, jetzt die Trikots der Zweitliga-Teams kaufen. Hier geht es zum Schub, nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig. Dresden dominierte das einseitige Spiel und hatte selten Mühe mit den harmlosen Gästen. Erst in der Schlussphase kam der FCI wie beim Pfostenschuss von Osayamen Osawe, 77. zu Chancen. Der Platzverweis und die rote Karte sind fraglich, aber ich will nicht über den Schiedsrichter reden. Dass wir uns in Unterzahl Chancen herausgespielt haben, gibt mir Zuversicht, sagte FCI-Torwart Philipp Herwagen bei Sky. Ob diese Hoffnungsschimmer reichen, um Nouris Job zu retten, fraglich. Jetzt die Sport1-App herunterladen, von Reinhard Franke folgen @Franke Reinhard. Reinhard Franke, Jahrgang 1972, gelernter Verlags- und Musikkaufmann. Nach 8 Jahren als Redakteur beim Axel Springer Verlag in mehr von Sportinformationsdienst.